Startposition. Stehe hüftbreit parallel zum Netz. Die Füße zeigen nach vorne und der Schlägerkopf nach oben. Schlägerrückführung aus Grundstellung. Starte mit Schritt nach schräg hinten in eine seitliche Fußstellung. Rotiere den Ellbogen bis auf Schulterhöhe. Die linke Hand schräg nach oben führen und den Blick auf den ankommenden Ball halten. Bewege dich so unter den Ball, dass dieser in die ausgestreckte linke Hand fällt. Endposition. Schläger in der Heiligenscheinposition und Schulterkippe. Wiederhole diese Übung und bewege dich dabei in unterschiedliche Richtungen. Heiligenscheinposition, Schulterkippe und die Knie sind leicht gebeugt. Wurfhand zeigt auf den Ball über den Augen. Trainingsaufgabe. Fange den Ball 10-mal so, dass dieser in die ausgestreckte Wurfhand fällt. Der Ball wird hierbei in unterschiedliche Richtungen angespielt.